Die Hammer Spielvereinigung bereitet sich vor auf den zweiten Spieltag auf das Derby bei Westfalia Rhenan. Neuzugang Daniel Schaffer weiß genau, worum es am Samstag geht. Ja, also ein Derby ist kein normales Spiel, da geht es ums Prestige, wer die Nummer 1 in der Stadt ist. Ich denke mal, die ganze Stadt freut sich auf das Derby, genauso wie wir und der ganze Verein. Und ist kein normales Spiel, da geht es, sag ich mal, um alles erstmal. Ich glaube, der Saisonstart ist definitiv gelungen mit dem 4:0 hier zu Hause. Wie fährt man jetzt nach Rhenan? Schon direkt mit breiter Brust am zweiten Spieltag? Oder sagt man, okay, die waren ja schon ein Jahr in der Liga, die dürften eigentlich besser sein? Ja, ich sag mal so, natürlich haben wir Respekt vor Rhenan. Ist halt auch eine gute Mannschaft, können auch Fußball spielen, haben auch ordentliches Tempo im Spiel. Aber dennoch mit dem 4:0 sollten wir mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen, sag ich mal, in das Spiel hineingehen. Und generell sind wir auch alle von uns überzeugt. Was habt ihr schon mitbekommen, vielleicht von den Fans auch, was mit auf den Weg gekriegt für Samstag? Ja gut, man kriegt hier und da mal kurz einen Spruch oder so, halt gesagt, so gibt alles, haut die weg oder gewinnt das Spiel bloß. Was muss denn passen, damit es am Samstag was wird mit dem Derby-Sieg? Ja, ich denke mal vieles wieder. Der Einsatz muss stimmen, der Wille von vornherein. Und dann braucht man bestimmt auch so das nötige Quäntchen Glück im richtigen Moment. Ja gut, wir müssen ein bisschen aggressiver in die Partie gehen, wie wir das letzten Sonntag gemacht haben. Und insgesamt auch wieder unser Potenzial ausspielen, was wir in der Mannschaft haben. Und dann denke ich, wird das zum Sieg reichen.